Und dann werden wir wahrscheinlich jetzt nach und nach diverse Produktionsketten aufpeppen müssen. Wie Brot, wie Fleisch. Segel setzen. Ah ja, genau. Wir haben die Seuche. Wie immer halt bei mir. Ah, jetzt hier wieder Anno-Steuerung. Wir haben das sind wahrlich goldene Zeiten. Ja, wir haben das hier. Ja. Habe ich hier wirklich einen Medikus? Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. So, erstmal mit den. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ciao! Insel eines Mitspielers tobt ein Unwetter. Interessiert mich nicht. Wo ist der Medikus? Hallo? Oh, ey, das geht schon wieder so lost los. So. Zimmermann, Feuerwehr, alles cool. Wow. Bei den Adeligen. Doch, bei den Adeligen ist der Medikus. Okay. Du wärst dann hier. Und damit decken wir immer noch nicht alles ab. Aber ist mir egal. So, und dann können wir vielleicht auch gleich gucken mit der Feuerwehr. Oh, das sieht eigentlich ganz gut aus. Fast. Geht da unten noch eine hin? Ja, komm nicht im Baubereich. Leg mich am Arsch nicht im Baubereich. Dann halt hier. So. Boah. Ihnen stehen weitere Gebäude zur Verfügung. Das. Ich bin beeindruckt, wie schnell ihr aus dem Nichts eine blühende Stadt geschaffen habt. Plus 1000. Das heißt aber, ihr möchtet jetzt. Brillen! Ich will meine Brille loswerden! Brillen. Also gut. Brillen. Ich bin beeindruckt, wie schnell ihr aus Kupfermine, dem eine blühende Stadt benötigt geschafft Kohle hat. Und Kupfererz produziert Messing. Mal hab ich hier. Der Rat der Zehn dankt. Natürlich nicht. Brillenmacherei. Benötigt Messing und ach du Scheiße. Ein Betrieb findet keine Rohstoffe mehr. Yo, 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 yo. Ihr solltet uns Adligen schon denselben Komfort bieten wie bei Hofe. Ja, 2 Minuten gespielt, schon überfordert. Läuft. Also, ich brauche eine Insel. Jetzt fangen wir mal so an. Ich brauche eine Insel mit Kupfer. Hier vielleicht, oder? Hier ist doch noch gar nichts. In Anbetracht der Lage ist der Auftrag hinfällig. Okay. Also nee, die tut's nicht. Wie schaut's hier aus? Stein, Kohle. Oder gibt's das im Orient? Das gefällt mir. Kupfer, tatsächlich. Wem gehört eigentlich diese Insel? Oh, mir nicht. Du bist ein wahrer Freund. Ich bin gerade komplett irritiert. Das ist meine. Okay. Wo ist dann meine Kaffeeinsel? Hier. Habe ich auf der Kaffeeinsel. Kaffeeinsel. Kupfer? Ja, habe ich. Kupfer und Quarz. Alles klar. Okay. Kupfermine. Benötigt Kohle. Habe ich hier Kohle? Nee, also es ist nicht optimal. Wie schaut es denn hier aus? Kohle, Kupfer.
Hier hätten wir Kohle, hier hätten wir Kupfer. Das sieht doch schon besser aus. Dann hätten wir Messing. So, und wenn wir Messing haben, brauchen wir noch Quarz. Und das haben wir hier auch. Ja, Chaka. Chaka! Hi Flo, grüß dich. Okay. Jetzt haben wir hier wahrscheinlich überhaupt keine Baumaterialien. Das heißt, wo ist unser Hauptschiff? Wir beginnen mal so. Vier, vier, vier. Holz geht hier geradeaus, weil der Kaiserdom gebaut wird. Ne? Handel. Schaut's denn hier eigentlich aus? Gar nicht, ihr braucht gerade Steine. Ach, ich kann aber auch nicht weiterbauen, weil... Es tut mir leid, aber der Bau kann im Augenblick nicht fortgesetzt werden. Deshalb habe ich auch so viel Asche. Ihr müsst dem Adelsstand schon etwas bieten, wenn er sich in eurer Stadt wohlfühlen soll. Ja. Es tut mir leid, aber der Bau kann im Augenblick nicht fortgesetzt werden. Wir brauchen Holz und Werkzeuge. Wir brauchen Holz und Werkzeuge und Stein. So, was brauchen wir noch? Dafür nichts. Was? Ihr habt umfassendes Wissen über unsere Baukunst erlangt. Also. Let's go. Dann wird diese Insel hier plötzlich doch interessant. Die war ja im Prinzip bisher nur dafür da, um ein bisschen Lehm zu produzieren. Ihr seid ein wahrer Engel. Ja, ich weiß. Lauf, Schlampe! Lauf! Dein Discord war auf Mute? Ach so, ich hab gedacht, du führst Selbstgespräche. Weiß ich doch nicht. Mit irgendjemandem hast du dich unterhalten, ja? Ich nehme von dir, was mir zusteht. Euch geht's hier aber... Oh, nicht so, ne? Kaffee. Aber Kaffee haben wir doch das letzte Mal noch optimiert, war ich zumindest der Meinung. Der produziert jetzt mit 74% und der andere wird auf... 100 stehen. Ich glaube, zu Unwettern habe ich hier aber auch sau viel Glück, ne? So. Dann ist jetzt hier der Stadtanbauer, den ich hätte, fast so groß wie der Hauptteil hier. Auch krass. Und ihr seid sogar euphorisch und könntet theoretisch aufsteigen wollen. Oder was spricht dagegen? Ich habe keine Ahnung. Ihr seid alle euphorisch. Euch geht's gut. Elko Himpra, grüß dich. Hi. So, wo ist mein Schiff? Da kommt's. So, und das ist das Lehmschiff und das ist schon lange lost, ne? Weil die hier drüben eigentlich gar kein Lehm brauchen. Für was brauche ich überhaupt den Lehm? Ah, okay, für Mosaik. Alles klar. Das heißt, ich könnte eigentlich auch auf dieser Insel dann schon Mosaik produzieren. Und ich, das ist ja eigentlich gar nicht... Ich habe das war so eher so eine Art Raubüberfall, Darf ne? Darf ich dir helfen? Die war so wichtig, ich wollte da unbedingt noch Ressourcen mitnehmen. So, jetzt packen wir mal was rein. Also wir brauchen dann definitiv, fangen wir mal so an, einen Quarzbetrieb. Den setzen wir hier hin. So, und dürft ihr mal hacken. Dann
eine Kupfermine. Die schließen wir dann einfach mal so an. Und eine Kohlemine. Ach. Natürlich ist die nicht im Baubereich. Ihr solltet dem Herrn für euren Erfolg dankbar sein. Alles klar, Hildegard. Ich weiß jetzt aber auch nicht, was die jetzt von mir will. So, also haben wir auch Kohle. Weiter. Für eine Kupferschmelze benötigt Kohle und Kupfererz. Das hätten wir ja dann auch. Der Konvent wirft einige Waren ab. Sie stehen ab sofort zum Verkauf. Die setzen wir mal hier hin. So, und dann... Ihre Bevölkerung benötigt einen Medikus. Wo? So eine Scheiße. Okay, das kriegen wir auch noch hin. Bietet ihnen ein Hand... Ja, komm, Hildegard. Ich bin euch wirklich von Herzen dankbar. Die Details bleiben besser unter uns. So, und jetzt fehlt Stein, ne? Ja, okay, dann bringen wir alles nochmal mit. Wie schön. So, fährst du nochmal hoch zur Hauptinsel. Auf geht's. Ihr könnt dann schon mal ein bisschen produzieren. Quarz ist ein bisschen... Ah, halt mal, da ist es ja auch meiner hier. So, Laufweg ein bisschen kürzer. Oder Schubkarrenweg, whatever. Und Messing wird ja schon produziert. So, und für den Messing brauchen wir... Für die Brille brauchen wir dann neben dem Messing auch den Quarz. Und den haben wir hier. Supi, und wenn wir schon am... Wobei... Ist jetzt halt, wenn ich hier noch muss... Na ja, müssen wir erstmal gucken, ob wir dann Quarzüberproduktion hier kriegen. Wahrscheinlich ja nämlich nicht. Und ich bräuchte dann noch ein Schiff. Können wir bauen? Nein, weil Seile fehlen. Okay, wie viel Laderaum hast denn du? Geisterfürst, mein Kriegsschiff. Hol mal Seile. Tonnen runter. Auf geht's. So. Fatal Error, ich weiß doch, du bist der größte Ehrenmann. Alles gut. Hier hätten wir sogar noch Eisen. Boah, ich feier, dass ich das hier mitgenommen habe, weil ich halt eine Lehmgrube gebraucht habe. Und das war die einzige Insel mit Lehm. Auch wenn sie schon bebaut war, aber pff. So. Schiff ist da. So viel wie es geht, rein damit. So, und wieder runter. So. Mein Kriegsschiff.
Wo ist mein Kriegsschiff? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Fehlen auch wirklich nur Seile? Ja. Wie viele Kanonen haben wir denn noch? Ah, shit. Machen wir mein Mosaik derweil hier weiter. Lass ein paar Münzen springen, dann geschieht dir nichts. 8000. Ey, Hassan, was geht mit dir ab? Portokasse. Schiff ist da. So. Und ihr baut mir ein neues Handelsschiff. Danke, du kannst wieder zur Flotte fahren. Jawohl, Messing. Und dann werden wir wahrscheinlich jetzt nach und nach diverse Produktionsketten aufpeppen müssen. Wie Brot. Wie Fleisch. Was ist es eigentlich schon? Tür. Oh, Most. Most ist halt auch so ein Ding. Eigentlich habe ich hier keinen Platz mehr für Most. Können wir irgendwo anders noch Most anbauen? Nein. 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 Da. Ist kein Platz. Hier. Hier. Auf der Salzinsel. Nun seid ihr in alle Geheimnisse unserer Baukunst eingeweiht. Auf der Salzinsel. Most, Most, Most. Schiffsbau abgeschlossen. Ich wollte eigentlich... Was ist? Ich hab nur gesagt, du bist der absolute Ehrenmann. Das weiß ich doch. Also, sonst nichts. Danke. So. So, einen Brillenmacher, dann können wir eigentlich hier dazusetzen. So, und wenn man, im Idealfall läuft der jetzt auf 100%. Oder wir brauchen, so wie ich das sehe, können wir sogar, produzieren wir mehr. Die Brunnen einer Noria leeren sich. Kohle. Und nee, der frisst alles weg. So, und du bist das Brillenschiff. Wer von euch ist Brillenträger und hat noch keinen Bootsnamen? Aber mehr Kupfer und Kohle kann ich hier... Kohle könnte ich theoretisch noch produzieren. Ah, fuck. Und da komme ich nicht hin, an das Kupfer vorkommen, ne?
Oder ich wäre vielleicht gezwungen, von einer anderen Insel noch Kupfer hierher zu bringen. Nehmt euch ein Herz und lasst uns in eure Nein, besser. Los nicht schon schwer genug. 2 Tonnen bringen. Personen meines Standes haben eben gehobene Ansprüche. Haben wir schon ein Fatal Error Boot? Stimmt, oder? Du bist die Fatal Syntax Error. Geht nicht hin. Es gab aber mal ein Boot, das hieß Terror, ne? The Terror. Das ist eine coole Serie auf Amazon Prime. Kann ich nur empfehlen. Beschreibt irgendeine Antarktis-Expedition. Die 2. Staffel habe ich aber tatsächlich dann, wo es um was anderes Thema geht, bei Folge 1 direkt wieder abgebrochen. Ja, dann nehmen wir das halt hier, Fatal Error, oder? Also, wenn das nicht hinpasst. So. Die Fatal Error. Hoffentlich geht sie nicht unter mit diesem Namen. Okay, du bringst von neue Route erstellen und es ist die Brille. Brillen. Die Brillen von hier nach hier. Brillen. Let's go. Kriegst du an? Hallo? Ach so, ich habe kein Schiff ausgewählt, ne? So, Fatal Error. Gas geben. Jetzt. Wunderprächtig. Warum soll ich mit so... Keine Ahnung. Läuft auf 100%. Perfekt. Jetzt haben wir ein bisschen über, aber sonst. Nee, das scheint schon gewesen sein, ne? Eine Kupfer, eine Brillenmacher. Und jeder hat bekommen, was er wollte. Jo. Gucken wir mal, ob du was ausladen kannst. Dann bring die Werkzeuge und den Stein mal hier runter. Vielleicht genau mein Geschmack. So. So. Der Most. Genau. Okay, aber wir produzieren ja jetzt hier auch Most. Dementsprechend sagen wir jetzt dem dem Jerömer, der die Salzlieferung bringt, salzig, dass du auch Most, also da wird er auch nichts dagegen haben, ne? Noch ein bisschen Alk mitfährst. Tim. Brauchen wir noch 2. Das soll ja auch eine Weile heben. Wir müssen die Bevölkerung so krass aufstocken, da kann das sicher nicht schaden. Und der Schirmer ist ein großes Schiff. Der hat Ladekapazitäten. So. Euch raussuchen, in welchen Kontor und Abfahrt. Den machen wir hier noch ein bisschen größer. Den auch. So. Gut, dass wir hier das Lager voll hatten. Bist du zu verweichlicht oder stemmst du den Auftrag? Holen Sie die Lieferung am Konto von Hassan ab und bringen Sie diese als erstes zu den markierten Häfen. Okay. Vier Minuten ist aber nicht viel Zeit. Einer Ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her.
So, hast du abgeladen, dann darfst du da hochfahren. Ein gutes Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. Wie nur noch plus 1? Ich hatte doch gerade plus 1000. Dabei sind sie sogar euphorisch, die Adeligen. 2000, wie viel brauche ich? Ich kann euch die Erlaubnis zur Fortsetzung der Bauarbeiten zurzeit nicht geben. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Most haben wir aufgestockt. Wein noch nicht, tatsächlich. Oh, Gewürze geht auch runter. Ich kann euch die Erlaubnis zur Fortsetzung der Bauarbeiten zurzeit nicht gewähren. Alter. Ich geh dir ab. Meine Ernennung zum Großvezier ist eine besondere Ehre für mich. Der Sultan ist jung und voller Tatendrang. Doch weiß er auch den Rat eines alten Mannes zu schätzen. Die Brunnen einer Noria leeren sich. Ich bin dran an deiner Noria, jetzt warte mal. Ich kümmere sogar noch mein ein bisschen. Mein Hafen mag auf euch ungeschützt wirken, doch im Notfall steht mir die gesamte Flotte des Sultans zur Verfügung. Oder hier unten im Eck auch alles mitnehmen. Salam alaikum. Nice. Es ist mir wie immer eine Ehre. Hier wäre auch Kupfer. Also da könnte man theoretisch auch Kupfer rüberbringen. Wenn das notwendig wäre. Es ist aber eher der Quarz, ne? Brillen füllen sich, Messing. Aber es taucht nie Kohle oder sonst was auf. Es wird direkt alles von dem wegproduziert. Naja, laufen auf 100%. Du bringst schon wieder... Das heißt, hier oben sind schon ein paar... Deshalb sind die auch euphorisch, ne? Weil Luxusgüter. Cool. Könnten wir hier notfalls auch alles wegreißen. So. Als Mann edlen Geblüts kann man hier prächtig leben. Ja, warum leert sich denn der Most? Wo ist denn... Was ist denn hier passiert? Mittlerweile bin ich aber viel weiter, ne? Wie die KI. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Hat das nicht geklappt mit doch? Salzig muss auch Most fahren. Haben wir Most hier? Ja, aber nur 16 Tonnen. Dieses Schiff wird bald in eurem Hafen vor Anker gehen. Supi, jetzt muss er warten. Inshallah. Inshallah heißt bestimmt leck mich am Arsch. Achso, hier Hassan, was muss man tun? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Holen Sie die Lieferung am Kontor. Fang endlich an, es bleibt nicht viel Zeit. Und jetzt? Ich bin weniger als nichts neben dir. Sprich schon, meine Zeit ist knapp. Sieh dir dieses Schiff an, die Königin der Meere. Beseitige die Blutspuren und das Schiff ist so... Sack, was du zu sagen hast. Ja, Hassan, was soll man tun? Die Herkunft meiner Waren braucht dich nicht zu interessieren. Bist ja doch zu etwas zu gebrauchen. Du könntest dir bei den Korsaren einen Namen machen. Das nächste Ziel, Lord Northbird Hafen, übergeben dort. Okay.
du bist schneller. Ne, ihr seid. Ihr werdet auch schneller gewesen. Okay. Vielleicht könnt ihr euch ja ein bisschen in dem verheddern. So. Wo ist mein Salzschiff? Hat sich das Mostproblem gelöst? Ja. Okay. Was brauchen wir für mehr Wein? Haben wir hier irgendwas über? Kohle. Kohle. Ihr produziert nur mit 64%. Okay. Und ihr hier? Du bist mit 100 am Arsch. Am Start. Am Arsch! Die Eisenschmelze läuft. Hier haben wir ein Fass. Also auf jeden Fall könnte man mal noch ein Weingut bauen. Es gibt kein Bauvorhaben, das ihr nicht verwirklichen könnt. Ein Weingut. Und hier, auch wenn da der Holzfäller ist, wäre ja theoretisch... Theoretisch... Fragezeichen. So. Ich werde dem Kaiser von eurem Einsatz berichten. Sogar eins zu viel gebaut. So, dann wäre dir hier ausgelastet. Haben wir genug Fässer ist dann die... Ja, Fässer haben wir auch genug. So, hier habe ich Köhlereien hingesetzt. Bisschen ab vom Schuss, ne? Dass ihr hier super produzieren könnt. Dann könnten wir... Viel geht halt nicht mehr. Eine Noria verbraucht ihr letztes Wasser. Gewürze wollte ich auch ausbauen, ne? Da hab. Boah, alles grün. Nice. Hätte ich gar nicht gebraucht. Ich habe ja hier noch Platz, sehe ich gerade. Egal. Egal. Wir können es uns ja leisten. Also, dann machen wir noch kurz gewürztechnisch. Sie müssen tiefere Brunnen graben. Was? Der möchte vier, ne? Nur vier Felder. Das müsste doch da hingehen. Eins. Ah, komm schon! Geht doch! Weiß das jemand? Geht das eigentlich auch ohne Weg direkt, wenn das Gebäude hier an das Markthaus andockt? Stimmt, geht's auch ohne. Bin mir aber nicht sicher. So, wir waren aber beim Wein. Beziehungsweise, wir hatten eine Aufgabe, ne? Scheiße, mit unseren Schiffen. Ich hoffe, ihr... Lukrativ in jeglicher Hinsicht. Er hat die Fahne nicht mehr. Und jetzt? Nächstes Ziel. Wer hat die Fahne? Oh. Du hast die Fahne. Ah, schön, dass ihr da seid.
Das Rennen habe ich jetzt natürlich verloren, ne? Jetzt habe ich mich ablenken lassen. Egal. So, Wein. Wenn wir hier andockend... Du möchtest ja 5 Felder. Richtig? Ja. 1, 2, 3, 4, 5 bauen. Und dann daneben... Kefrina, ein Jahr! Wow! Grüß dich. Ja, voll cool! Sie hatet mich den ganzen Tag, aber sie guckt trotzdem zu, Gott sei Dank. So, noch mehr Wein. Es wird langsam knapp hier auf der Weininsel. Aber auch nicht gut gebaut, ne? Muss man dazu sagen. Wie schön, dass man euch mit derlei Angelegenheiten betrauen kann. Okay, Hasan, noch mehr fahren. Hallo Darf, grüß dich. Es geht doch. Also wenn der Wein nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Und trotzdem ist das Kältehaus nur bei 70%. Ja, mal gucken. Das hat bestimmt einen positiven Effekt in irgendeiner Form. Er sieht ja jetzt hier auch schon wieder besser aus, ne? Wein noch ein bisschen und dann ist das Fleisch noch ein Thema. So, Fleisch braucht eine Rinderfarm und eine Schlachterei und diese Schlachtereien, die haben alle nichts zu tun. Oben ist aber noch Platz. Nee, alles nur wegen dem Kaiserdom. Ich krieg die Krise echt. Das war jetzt falsch. Ach, die Falle ist... Ja, okay. 4x4. Dann müsste doch... Aber dann geht dahinter keins, ne? Oder doch? Fünf. Fast schon eines Korsaren würdig. Habe ich es geschafft? Ja, nice. Gold habe ich bekommen. Cool. Wer hat die Beute? Ist Gold. Was auch immer ich Gold brauche. Aber nehmen wir. Gold klingt immer gut. So, und dann hätte ich gerne jetzt dann halt hier noch eine Rindvieh-Production. Es ist ja nicht so wie in Anno 1800, dass es hier irgendwie umweltschädlich wäre oder so. Glaube ich. Hoffe ich. 1, 2, 3, 4, dann komme ich... Ach, scheiße. Wie machen wir das? Mach mal so.
noch mehr Kühe. Also, die Kuhinsel. Nicht mehr Goldfurt, nein, die Kuhinsel. Kann ich nicht umbenennen. Schade. Dann noch. Das reicht aber nicht an Brillen. Kriege ich das noch gepusht? Okay, mal überlegen. Wir können ja mal gucken. Also wir müssten beide nochmal bauen. Eine Kupferschmelze und einen Brillenmacher. So. Wir haben aber immerhin Quarz. Im Quarz kommen wir klar. Aber wir kommen nicht mit der Kohle klar. Doch, nehmen alles zurück. Wir kommen mit der Kohle klar und kommen wir mit dem Kupfer. Mit dem Kupfer kommen wir nicht klar, richtig? Gold, Kupfer, okay. Also wo bringen wir... Das einfachste wäre von hier, weil wir ja hier die Lehmproduktion, die Lehmroute haben, dass wir uns hier Kupfer abzwacken. Wir brauchen auch hier noch einen Quarzvorkommen. All unsere Baupläne stehen zu eurer Verfügung. Wo haben wir das? Hier, den bauen wir auch noch. So, und dann wäre die Kupfermine hier. Was hat man da hinten noch? Eisen, okay. Beim letzten Mal habe ich gesagt, ey, wir sind voll im Late Game. Wir haben doch schon eigentlich schon fast alles gebaut. Da passiert doch nichts mehr. Und dann kommt Anno mit der Brillenkeule. Und das wird es noch nicht mal gewesen sein. Ich kann euer Zaudern bei diesem Auftrag verstehen. Was? Ja, weißt du, immer was? Für eine Überraschung. Leck mich doch. Wo ist jetzt? Die muss hier dabei sein, ne? Kupfer. Was fehlt? Werkzeug. Na sowas. Da noch ein paar Keulen. Was meinst du mit Keulen? Hier hätte ich auch einen Goldspot, ne? So, und meine Siedlung hier, also zumindest mal der obere Teil, hat jetzt alles wunderschöne Wege. Nice. Wahrscheinlich wäre es hier unten viel wichtiger gewesen, ne? Immer noch Kaffeeprobleme hier? Nö, gar nicht.
Nice. Und auch hier hätten wir Quarz und Kupfer, aber... und Gold. Keine Kohle. Hä? Die laufen trotzdem mit 100%? Ihr werdet wieder von mir hören. Aber euch fehlt ganz klar Kupfer und das lösen wir jetzt. Wir können schon mal die Route einstellen, das heißt die Lehmroute. Die Lehmroute sagt jetzt in Kurast. Kupfer ein und lädt sie hier aus. So. Plötzlich ist diese Route nicht mehr ganz so lost, wie Kefrina sagen würde. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Und dann müssen wir uns um Brot kümmern. Aber dass der Wein immer noch nicht hochgeht? So nicht. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen Haufen Trauben und die werden nicht verarbeitet. Okay, und wir haben auch Fässer übrig. Das ist eigentlich ein Haufen. 10. Also hättet ihr gerne... Nee, kein Weingut, sondern noch einen... noch ein Kältehaus und da fehlen wieder Steine. Super. Hoch mit dir. Kupfermine. Anschließen. So. Hier wäre auch Gold. Nice. Und hier können wir noch Häuser hinbauen. Ich hoffe, das reicht. Den Kaiserdom, den ich dann wahrscheinlich hier hinsetzen würde. Mal gucken. Ey, wie viel sauft ihr denn? Ich hab... Nur... Ich könnte hier... Ja, das ist Saatgut. Ja, das ist... Also, ich hab noch... Ich könnte hier... Halte mal. Hier kann ich auch Wein ins... Warum habe ich das nicht getan? Das hat einen bestimmten Grund. War es die Kohle? Eisen? Kohlemine habe ich ja auch nicht. Salz, Stein. Okay, das war wirklich ein Minenproblem. Was ist eigentlich aus dem Indigo geworden? Das ist auch irgendwie ziemlich RIP. Wo ist denn... Ein Feuer wütet in ihrer Siedlung. Oh, nee. Da, okay. Fast alle abgedeckt. Warum habe ich hier einen Mosthof? Das ist doch auch lost. Das hätte nicht sein müssen. Warenkeulen, das habe ich noch nie gehört. Aber okay.
Hi, Domi. Na, du bist ja schon länger da. Prost. Ich freue mich ja so. So, der bringt Lehm. Wieso bringt... Hä? Du solltest doch Kupfer mitbringen. Das hat jetzt zu lang gedauert, hä? So, dann würde mich jetzt aber trotzdem mal meine Indigo-Flotte interessieren. Wo ist die Indigo-Flotte? Was bist du für ein... Vor allem, hier sind sogar zwei Schiffe. Effizienz gering und King Joe Effizienz hoch. Wo ist das Schiff? Kleines Kriegsschiff. Hä? Ein Kriegsschiff. Ja, weißt du was, die Vito Man? Komm du mal zur Flotte. Und wir bauen Indigo. Es gibt kein Bauvorhaben, das ihr nicht verwirklichen könnt. Muss aufpassen, dass ihr nicht pleite geht, ey. Wie viele Gewürz? Seide? Hier, ne? 5 Felder, okay. Indigo. Reicht das? Die Brände in ihrer Siedlung greifen weiter um sich. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Was für Brände? Ehrlich jetzt, ja? Wegen dem Millimeter. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Und jetzt habe ich da auch keinen Handwerker, ne? Schenke. Oh Gott. Die Brunnen einer Noria leeren sich. Ein ganz und gar ehrenhaftes Geschäft. Der sagt, ich bin ein Ehrenmann. Habt ihr gehört? Ekler. So. Was ist dein Job? King Joe, komm. Was haben wir denn so nach einer Tour an Indigo da? 29, 28 Tonnen. Wieso sinkt das? Verbrauche ich das hier auch irgendwo? Ah ja, für Teppiche. Auch das noch. Jetzt fährt er los, nimmt alles mit. Der gute King Joe, ne? Das Gebäude nicht gesetzt. Ich habe immer noch Trauben und Fässer über. Ja, ich habe es nicht genau. Ich habe es nicht gesetzt, weil mir irgendwas gefehlt hat. Weingut, Steine.
kam auch noch mit der Brille. Habe ich echt selber gesagt? Okay. Lost. Weißt du? Das ist so, so. Yippie! Nein. Ob du behindert bist! So. Die Brunnen einer Noria leeren sich. Ihr werdet euch gedulden müssen, bis die nötigen Voraussetzungen gegeben sind. Wir haben's bald. Warum steigt ihr nicht auf? Und warum brennt's da schon wieder? Ihr werdet euch gedulden müssen, bis die Ihr werdet euch gedulden müssen, bis die nötigen Voraussetzungen gegeben sind. Also hier lohnt sich der Zimmermann in dem Eck. Hier haben wir aber auch nur Patrizier, ne? Hier sind keine... Doch, tatsächlich, da sind auch Adelige mittlerweile. Ganz wenige. Aber immerhin. Und was fehlt euch? Oh no, sag jetzt nicht, das geht jetzt auch mit den Klamotten runter. Brauch gar nicht auf die Patrizier gucken, wenn's nicht mal den... Nee, ich muss auf die Patrizier gucken, wenn's den Ad... Anders. Ich brauche nicht mal auf die Adligen gucken, wenn's den Patrizier nicht perfekt geht. So. Lol. Wissenzettel helfen? Keine Ahnung. Da man die Tasten ja ständig anders belegt, kann ich sie nicht so leicht beschriften, weißt du? Die laufen beide auf 100. Das müsste doch eigentlich jetzt erstmal brillentechnisch reichen. Tut's auch. Jetzt sehen die wenigstens wieder was. Wohlan, sogar bei Hofe lebt es sich nicht luxuriöser. So, Leinenkutten. Was wäre gottgefälliger, als sich gegenseitig mit Waren zu unterstützen? Genau. Produziert benötigt Hanf. Ja. Machen wir erstmal den Wein. Leinenkutten. Okay. Ein Kelter. Ist das richtig? Ja, ein Kelterhaus. Möglichst. Hier hin vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich baue jetzt einfach Wege dazwischen. So läuft's auf jeden Fall. So, und dann haust du jetzt noch den Rest an überproduzierten Fässern und Trauben. Na, du packst die Trauben in die Fässer. So, dein Job. You had just one job. Ach, da wollte ich drauf drücken. Ja, läuft heute nicht. So. Keine Produktion mehr auf dieser Insel. Das ist mal klar. Du bringst jetzt auch Kupfer mit. Perfekt. Kein anderes Schiff. Perfekt, perfekt, perfekt. Ach, sieht gut aus. Mehr ist nicht raus. Was ist hier das Problem? Oh, du bist sogar voll mit Kohle. Na sowas. Kupfer ist der Flaschenhals. müsste wahrscheinlich früher oder später noch von der zweiten Insel auch nochmal Kupfer, produzierten Kupfer hier rüberbringen. Aber okay. So. Was ist denn hier los? Die Bierproduktion immer noch nicht so geil, ne? Pelze ohne Ende, aber keine Leinen und Leder. Okay, machen wir erstmal die Leinenkutten. Eins nach dem anderen, Step by Step.
Und danach guckt man nach Brot. Spiel gesichert.